Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu Löcher erkunden HD. In der letzten Folge haben wir ein paar Löcher erkundet und in dieser Folge machen wir... Wow. Ein bisschen weiter. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ein unterirdisches Schiff. Ein unterirdischer Schiffsfriedhof. Warum kriege ich hier so viel Magie? Warum habe ich das Gefühl, ich sollte mir das eigentlich aufsparen? Lebender, entzünde die 6 Fackeln und führe die Seele des durch die Dunkelheit irrenden Schiffes ans Licht. Ich kann aber nur eine Fackel von hier aus sehen. Ah ne, da ist noch eine. Danke. So. Muss ich die alle von hier aus machen? Das war nicht so geplant. Och, bitte. Ich hasse es, dass... Ich hasse das mit den Pfeilen in diesem Spiel. Die fliegen nie dahin, wo ich das will, Mann. Dahin. Wieso fliegen die Pfeile zu hoch? Oder sind sie zu niedrig? Ich weiß es nicht. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Weil von hier aus das ziemlich scheiße ist. Kann ich dann auch hoch, nach oben klettern? Nach hoch, natürlich. Okay, einmal, nein. Einmal ist da noch eine Laterne. Eine Fackel, was auch immer. Es ist echt schwierig. Es ist echt nicht leicht. Ah, okay. Den habe ich. So. Ja, ich muss mich hier ziemlich konzentrieren. Zu hoch. Okay. Das hat getroffen. Der hat getroffen. Das müsste doch... War es erst der vorletzte? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das war erst die vorletzte Fackel. Oh nein, sag mir nicht, die letzte ist da hinten irgendwo. Wo ist die letzte Fackel? Die letzte Fackel, die letzte Fackel, die Fackel, die Fackel, die Fackel, die Fackel, die Fackel, die Fackel. Schauen wir erstmal, dass wir hier Magie bekommen. Da oben. Hab dich gesehen. Du bist nur das Lenkrad. Du bist keine Fackel. Verdammt! Hab ich mich verarschen lassen. Von einer Sache, die noch nicht mehr so aussehen sollte wie eine Fackel. Du bist nur der Mast. Da ist die eine Fackel. Da ist die andere. Ich kann hier nicht mal draufspringen oder so. Guck mal kurz. Ne. Nur meinen Blick ein bisschen zu verbessern, wäre das eigentlich nicht verkehrt. Wo ist die letzte? Da oben! Okay. Nämlich genau da. Und? Zu weit oben? Zu weit unten. Jawohl. Huch. Ich finde aber, das sind coole kleine Regionen hier immer so. Also mir machen die echt Spaß. Ein orangener Rubin. Schade. Hätte ja sein können, dass es irgendwas Wichtigeres ist oder so. Die Sachen machen mir eigentlich immer schon ziemlich Laune, weil dadurch, also diese kleinen Regionen, die sind dann halt dadurch immer so ein bisschen was Besonderes und dadurch hat man irgendwie auch Lust. Ich jedenfalls
auch die generell die Regionen ein bisschen auszukundschaften. Ich frage mich jetzt gerade, wie soll man bitte da diese Truhe aufkriegen? Blauer Schleim, selten, selten, oh, wuppdiwuppdifu. So, was ist denn da oben? Da ist ein Nest. So, ich habe da oben gerade das eine Vieh gekillt, ne? Kann das sein? Wir können auch normale Pfeile schießen. Ich glaube, ich kann ihn damit nicht wirklich treffen. Ich habe, was auch immer da oben gesessen hat, habe ich getroffen. Okay, nee, lassen wir das mal. Ist ja sowieso nur so eine Nebensache, sage ich mal, die man hier machen kann. Da kriegt man dann die eine Truhe dort, die aber mit den Stacheln schon wieder sehr interessant aussieht, weil die Truhen mit den Stacheln haben immer irgendwas Wichtiges eigentlich. Ich guck mal kurz was. Achso, ich kann den ja nicht, wenn ich nicht im Boot bin, richtig. Ob ich mit dem Kanon des Sturms auf die also hierher komme und dann mich auf die Insel quasi rauf. Nein. Nein. Ob ich mich denn quasi hier auf diesen Turm rauf katapultieren kann? Antwort: Nein. Kann ich nicht. Fliegen wir mal nach Präludien. Ach, Mann. Ist alles schon ein bisschen nervig. Um ehrlich zu sein. Diese ganze Triforce zusammensammeln Quest. Ne? Ist jetzt nicht das Spannendste. Anhalten, wir brauchen etwas Futter. Hallo. Falls uns wieder so eine Situation begegnet, wo wir dann eventuell was brauchen. Jo. Einmal davon, aber nicht mehr. Ja, klar, mit 60 Punkten werde ich super VIP-Kunde. Nochmal funktioniert das nicht. Beim letzten Mal war das schon nur scheiße. Wahrscheinlich irgendwie bei 100 Punkten kriegt man dann ein Herzteil oder sowas. Ah, nee, komm. Nein. Bye. Tschüss. Mehr brauchen wir davon nicht. So, genau. Jetzt erstmal in mein Boot. I'm on a boat, motherfucking look at me. I'm on a boat. Oder irgendwie so. So, jetzt holen wir uns erstmal das Kartenstück, was ich schon wieder versemmelt hatte letztes Mal oder einfach nicht geholt habe. Und ja, wir komplettieren jetzt einfach mal die Karte und dann schauen wir doch mal, ob uns das irgendwas bringt. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall das Ziel, was ich jetzt für diese Folge noch habe. Weil mit den ganzen Triforce-Sachen und so, schwierig, schwierig. Da muss ich halt ein bisschen rumgucken. Aber ich werde erstmal die Karte fertig machen. Dann einschätzen zu können, wo was noch ist. Das ist ja dann auch mit den Triforce-Karten besser, wenn ich denn die Umgebung quasi, wenn ich das eingezeichnet habe. Da drüben bist du. Okay. Dann holen wir uns am besten einfach mal jetzt das Futter. Genau. Wir haben noch 4 Kartenabschnitte. Wow, voll dran vorbeigesegelt. Wupp. Deswegen, Leute, die dann denken, irgendwie mit dem schnellen Segel sollte man das alte nicht nochmal benutzen. Für sowas wie Schätze oder zum Beispiel die Fische macht sich das alte Segel dann doch noch ganz gut, weil man dann einfach eben ein bisschen langsamer ist und nicht einfach an dem Ding immer wieder vorbeisaust. So. Dann haben wir die Seite der Karte schon mal soweit abgeschlossen. Das ist die Nummer 5. Coole Sache.
In dem Wald oben auf Präludien der Insel, die etwas südlich von hier liegt, soll früher eine riesengroße Fee gelebt haben. Inzwischen ist die Feenquelle aber ausgetrocknet und außer einer Ruine soll da nichts mehr weiter sein, sagt man. Aber stell dir vor, was da für eine Überraschung wäre, wenn da tatsächlich noch eine Fee hausen würde. Habe ich die Fee in Präludien schon? Das frage ich mich gerade. Habe ich die Fee in Präludien schon? Ha. Ich weiß es nicht, aber ich werde jetzt erstmal von Draconia aus nach Osten und dann nach Süden, um die letzten drei Kartenabschnitte, die uns noch fehlen, zu holen. Denn mehr fehlt uns von der Karte echt nicht mehr. Ich hoffe, dass irgendwas passiert, wenn man die freischaltet, dass man wenigstens vom letzten Fisch dann ein Herzteil bekommt oder so. Irgendwie so in die Richtung. Ich hoffe einfach. Aber kann gut sein, dass einfach nichts passiert. Außer, dass man die Karte voll hat. Und die Schnauze voll hat vom Kartenkomplettieren. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Keine Sorge. Das ist noch alles im Lot. Also ich spiele das Spiel immer noch gerne. Aber ich finde, einige Passagen ziehen sich echt ein bisschen sehr stark. Also das war bei Ocarina of Time schon ein bisschen besser, aber bei Ocarina of Time habe ich mich wesentlich dämlicher angestellt. Muss man ja einfach mal sagen. Bei Ocarina of Time habe ich mich alles andere als intelligent angestellt. So, was auch immer das gerade für ein Holzgebilde war, was ich noch nicht einmal gesehen habe. Das werden wir uns gleich anschauen. Aber erstmal Karte. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid. Gib mir die Karte und du kriegst eine Info, weil du mich gefüttert hast. Oh Gott, das ist ein Babyfläschchen oder eine sehr komische Spritze. Ein Einlauf. Auf der Insel namens Draconia, etwas westlich von hier, liegen jede Menge Felsbrocken und Geröll rum. Früher hieß es, dass sich darunter so mancher Schatz finden lässt. Das habe ich schon gemacht. Also von dem her... Danke für die Information, aber das habe ich schon gemacht, weil ich selbst neugierig gewesen bin. So, jetzt muss ich mal gucken, komme ich da überhaupt drauf? Ja, komme ich. Aber einfach da hochgehen und dann einen Schatz abgreifen, ich glaube, das ist zu einfach. Ich hasse es, dass man so fucking schnell ist, stellenweise. Also ist es wirklich manchmal ein bisschen nervig, weil man dann an Zeug vorbeisaust und dann, wenn man dann sagt, okay, langsamer, bremsen, 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 passiert einfach nichts. Oder beziehungsweise es wird nicht so viel langsamer. Huch. Was ist das hier für eine Insel? Eine Postboteninsel? Vogelmann-Wettstreit. Anmeldung bitte. Oben. Männer, die ihr zu hören geboren seid, stellt euch den Herausforderungen der Lüfte und sichert euch Ruhm und Ehre und Preise. Erstmal ein paar Pfeile. Boah, Split, so weit kann man also. Aber das ist ja unglaublich. Ja, hier bist du richtig, wenn du dich den Herausforderungen der Lüfte stellen willst. Willkommen beim Vogelmann-Weltstreit. Mit welchen Mitteln und Hilfsmitteln du fliegst, interessiert uns nicht. Hauptsache, du fliegst. Uns interessiert nur, wie weit du es durch die Lüfte schaffst, bevor du ins Meer plumpst. Die Stelle der bisherigen Bestmarke, die der legendäre Champion aufgestellt hat, haben wir mit einem Zielort markiert. Sollte es dir tatsächlich gelingen, dieses zu durchfliegen, darfst du dich als der neue Champion betiteln. Die Teilnahmegebühr beträgt erschwingliche 10 Rubine. Bin schon in der Luft. Wundervoll, dann klettere bitte die Leiter nach oben und deine Brüder warten bereits. Ach übrigens, an deinen Rücken kannst du aber weder Flügel noch sonst irgendwas Flugunterstützendes erkennen. Aber sicherlich hast du irgendein generelles Hilfsmittel, das es dir ermöglicht zu fliegen. Ich erwarte deinen Versuch wirklich schon mit allergrößter Spannung. Kann ich bitte kurz nochmal in mein Inventar? Sei mir begrüßt! Siehst du das Zielort dort hinten in der Ferne? Er markiert den Rekordflug des großartigen Champion. Wer ihn schlagen will, muss es durchfliegen. Okay, gut. Verstehe. Gut, dann haben wir das hier. Dann machen wir einmal den hier. Nein. Wusch! Es wurde gesagt, egal mit welchen Hilfsmitteln, das ist egal.
Komm schon. Danke. Ach, verdammt. Ich dachte, das wird einfacher. Und Schluss. Deine Flugweite betrug soeben 125 Meter. Sie werden registriert. Okay. Ja, diese Entfernung schaffen wohl so die meisten. Übrigens, wenn du in eine aufsteigende Luftströmung fliegst, lässt sich der Antrieb gut auf Höhe gewinnen, was sich am Ende wieder an Entfernung rechnet. Ja, das ist mir bewusst. Das Problem ist einfach, ich hatte nicht genug Magie. Ich bräuchte irgendwie ein Magiefläschchen, was mir automatisch meine Energie wieder auffüllt. Oder so. Okay, da haben wir das auch mal gemacht. Es gibt wahrscheinlich ein Herzteil. Also das ist ein Herzteil, was ich wahrscheinlich nicht kriege. Weil ich die Technik nicht richtig raus habe. So, dann würde ich sagen... Genau, segeln wir einmal... Richtung Süden. Da ist wieder so ein U-Boot. Ich bin neugierig. Ich bin doch immer so neugierig, Leute. Tut mir das doch nicht an. Es ist einfach nur dunkel. So. Okay, das Licht bleibt an. Das ist schon mal eine gute Sache. Ach, Link. Anvisieren bist du nicht gerade der Profi, wa? Von mir aus machen wir das so. Und jetzt so. Zack. Das war intelligent. Hochdarts, danke. Danke, 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 danke. Noch einer. Zwei sogar noch. Und noch ein paar Dämonen hier. So. Ist eigentlich ganz gut, so eine kleine Sachen immer noch mitzumachen, weil man da auch ganz gut Rubine farmen kann, wenn ich die Rubine dann auch mal einsammeln würde. Noch einer davon. Interessiert mich aber ehrlich gesagt wenig. Ich gehe mal hoch. Nee, nee. So. Und jetzt tauche ich hier auf und kriege hoffentlich das letzte Herzteil, was mir noch für den nächsten Herzcontainer fehlt. Oder wir kriegen einfach 100 Rubine. Eins von beidem. Eieieiei. Da, 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 da. Die Wachpostenkarte gefunden. Damit kennst du die Position aller Wachposten, die sich auf See befinden. Huch. Ah, so eine Teile. Okay. Cool. Soll mir aber trotzdem nicht schaden, diese zu besitzen. War zwar jetzt kein Herzteil, aber das ist ja relativ egal. Wieder ein Stück weiter an der Weltherrschaft oder eben einfach nur ein Stückchen näher an 100%. Die ich eigentlich immer noch nicht machen wollte. Ich kann es nur immer wieder betonen. Vermutlich wird es jetzt doch 100%. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Aber es wirkt langsam so auf mich selbst sogar so. Da drüben bist du. Da bist du. Nur du. Nur du. Auch wenn du springst, dann springt nur ein Teil von dir. Und der andere ist Fischfutter von mir. Wenn du Infos teilst, dann teilst du sie nur mit mir. Denn das Futter gebe ich dir. Und hey,
Ich weiß Bescheid über dich und die Seekarte. Gib mir ein paar Informationen und zeichne dir was Neues in die Karte ein. Ist doch cool. Guck mal, noch ein paar Pickel. Geil, oder? Voll nice von mir, oder? Wer sich bei rechtsbündigem Halbmond in den Gewässern hier wagt, der wird das noch bitter bereuen. Nach dem Schreck fürs Leben wäre es kein Wunder, wenn der Betreffende darauf nicht mal mehr nachts alleine auf die Toilette gehen kann. Das wäre soweit. Ah, okay, das Schiff fährt also auf der rechten Seite der Karte ist er mal rechts bei rechtsbündigem Mond, auf der linken Seite der Karte bei linksbündigem Mond. Oder irgendwie so. Da weiß ich aber immer noch nicht, was ich mit dem Geisterschiff machen soll. Das ist dann auch nochmal so ein Problem. So, und dem ich gerade entgegenfahre, das ist nochmal... das ist nochmal so ein Feen-Ding, dass ich meine Pfeile ausmaximieren kann. Nice. Sehr schön, sehr schön. Okay, wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Hier, überall diese Wachposten. Können wir ja mittlerweile gucken, wo die denn überall sind auch. Wo ist der Fisch? Wo springt der Fisch umher? War er da hinten gerade? Nee. Da ist er. Hi, Fischi. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm her, komm her. Karte komplettiert. Oh, ich brauche noch Futter. Gleich habe ich die Karte fertig. Wupp. Yes. Karte fertig. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet und ein paar Informationen, richtig? Dann falte die Seekarte doch mal auf. Yes. Sag mal, hast du vielleicht ein paar Goldfedern dabei? Die Dinger sollen nämlich bei den weiblichen Orni auf Draconia zurzeit letzter Schrei sein. Das schöne... um an so schöne... Ja, das kennen wir ja. Okay, wir kriegen offenbar kein weiteres Herzteil oder irgendwas, aber wir haben die Karte fertig. Das finde ich wirklich ungemein hilfreich. Das finde ich wirklich sehr hilfreich. So, jetzt holen wir uns noch da drüben die Erweiterung. Die uns die Fee hier geben kann. Und wenn wir das haben, sind wir durch mit dieser Folge. War jetzt vielleicht nicht der größte Vorsprung, aber immerhin. Vorsprung, ich meine Fortschritt. Hallöchen. Junge, der du die Winde erwächst. Ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dein Abenteuer zu erleichtern. Mit dem Zauber der Fee können wir jetzt wahrscheinlich 99 Pfeile tragen. Da, jetzt kannst du mehr Pfeile mit dir führen. Maximal kannst du nur 99 Pfeile in deinem Köcher tragen. Die Feen dieser Quelle werden gerne all deine Wunden lindern. Solltest du erschöpft vom Kampfe sein, statte uns doch wieder einen Besuch ab. Sehr gut. Sehr gut, und damit haben wir den Pfeilköcher ausmaximiert. Wir haben die Wachpostenkarte gefunden. Wir haben die Karte komplettiert. Ja. Ich würde sagen, alles in allem nicht die schlimmste Folge. Können wir mal aufhören, hier einfach die ganze Zeit doof durch die Gegend zu bomben? Sehr schön. Gut, ich würde an der Stelle sagen, das wär's dann mit dieser Folge von Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker HD. In der nächsten Folge werden wir uns dann daran tun, die restlichen Triforce-Splitter zu holen, damit wir das Triforce vervollständigen können. Aber ich sag an der Stelle erstmal Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann!